Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Weltengeschichte. Alle, die wir hier vor Ort sind und alle, die jetzt live eingeschaltet sind auf weltengeschichte.de oder Fuel Media TV zur 20. Episode. Es gibt Zeiten, da verdichtet sich alles ganz arg. Es gibt Zeiten, da scheinen sich die Ereignisse buchstäblich zu überschlagen. Wir haben in manchen diesen Episoden ganze Jahrhunderte abgedeckt. Gestern Abend 4 Jahrhunderte. Heute Morgen waren es nur 3,5 Jahre. Und heute Abend werden wir im ersten Vortrag über eine Woche sprechen. Die wahrscheinlich wichtigste Woche der ganzen Weltgeschichte, ja der ganzen Weltengeschichte. Ein wirklicher Dreh- und Angelpunkt, auf den Jahrtausende hinzugearbeitet haben und von dem Jahrtausende noch zehren werden. Aber bevor wir das tun, wollen wir einige Fragen und Antworten uns zu Gemüte führen. Wir haben 5 Fragen, die gestellt worden sind, und das sind sehr interessante Fragen. Die erste Frage, die uns erreicht hat, ist folgende: Warum wird Jesus manchmal Jesus und manchmal Immanuel genannt? Eine sehr gute Frage. Diejenigen, die aufmerksam in der Bibel gelesen haben, werden sogar feststellen, dass die beiden ganz nahe beieinander stehen, diese beiden Bezeichnungen. Da heißt es nämlich in Matthäus 1, Vers 21: Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ja, und dann im nächsten Vers steht: Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, nicht nur hat er diese beiden Namen, sondern der eine Name wird als Erfüllung des anderen angesehen. Und dahinter versteckt sich eine ganz interessante Wahrheit. Nämlich, Jesus wird nicht nur Immanuel genannt, er wird nicht nur Jesus genannt, sondern sehr viele verschiedene Namen werden ihm gegeben. Da ist zum Beispiel auch Michael und eine ganze Reihe anderer. Was die Frage aufwirft: Wie viele Namen hat er denn insgesamt? Ich weiß nicht, ob jemand schon mal versucht hat, das zu zählen. Die Antwort ist einfach: Er hat nur einen Namen. Und das mag jetzt vielleicht verwirren, aber genau so steht es bei den Propheten. In Jesaja 9, da wird nämlich genau das so gesagt. Da heißt es nämlich: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen, also nicht seine Namen, sondern seinen Namen, Einzahl. Und jetzt kommt dieser Name: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, eine lange Aufzählung. Die Idee dahinter ist die: Jesus hat einen Namen, er hat einen Charakter, ein Wesen. Aber dieser Charakter ist so vielfältig, so vielgestaltig wie ein Edelstein. Von jeder Seite sieht er ein bisschen anders aus, dass es sehr viele verschiedene menschliche Namen braucht, um all die verschiedenen Details darzustellen. Immanuel heißt Gott mit uns. Jesus heißt Retter. Michael heißt der so ist wie Gott. Und all die Namen haben bestimmte Eigenschaften oder stellen Eigenschaften dar, die Jesus hat. Und die, mit anderen Worten, man könnte das gesamte Wesen von Jesus gar nicht in einen menschlichen Namen packen. Das wäre unmöglich. Und deswegen diese verschiedenen Namen, die in Wirklichkeit nur ein Name sind. Zweite Frage, und auf die haben wir auch so ein bisschen gewartet: Weiß man die genaue Geburt, also Tag und Datum der Geburt Jesu? Wir haben gestern Abend darüber gesprochen. Oder war das vielleicht sogar tatsächlich zu Weihnachten? Nun, man weiß weder den Tag noch den Monat. Man weiß noch nicht mal ganz 100%ig das Jahr. Wer genau gestern Abend zugeschaut hat, wird gesehen haben, dass wir in der Episode, in dem Bereich dieser Zeitepoche, meistens mit einem Circa gearbeitet haben. So circa 6 vor Christus, circa 5 vor Christus, circa 4 vor Christus. Als diese ganzen Geschichten vom Tempel bis dann zur Geburt Jesu und so weiter stattgefunden haben. Er muss wohl spätestens Anfang 4 vor unserer Zeit geboren worden sein, weil eben früher 4 vor unserer Zeit der Herodes, der zu seiner Geburt ja wohl noch gelebt hat, nach dem biblischen Bericht, gestorben ist. Da er im Jahre 27 ungefähr 30 Jahre alt war, und wenn man das Jahr 0 dann rausrechnet, kommt man so auf eine Zeit von ungefähr vielleicht 5 vor oder 4 vor unserer Zeit.
Was den Monat angeht, kann man tatsächlich eigentlich nur spekulieren. Es gibt so Favoriten, so ein Favoritenmonat wäre vielleicht September, Oktober. Aber auch das ist nur anhand von bestimmten Spekulationen daher überlegt. Genau weiß man es nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es genau am 24. Dezember war, ist, sagen wir mal, mindestens 1 zu 365. genau, aber dazu kommen wir vielleicht ein andermal noch, wie es zu der Geschichte kam. Aber zur Zeit von Jesus kannte man das Weihnachtsfest so nicht und auch lange Zeit später nicht. Nächste Frage. Warum hat Gott zugelassen, dass es zum Mord an den kleinen Kindern in Bethlehem und Umgebung gekommen ist? Das ist eine interessante Frage und letztendlich ist das wieder dieselbe Frage, die wir immer wieder stellen und im Laufe dieser Episoden immer wieder neu beantworten. Der Mord an den Kindern ist zunächst einmal die tatsächliche Schuld von Herodes. Eine Folge des Neides und der Sünde des Herodes. Es ist unbestritten, dass sicherlich auch unter den betroffenen Familien einige da waren, die sicherlich auch nicht mit Gott im Reinen gewesen sind. Trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass Gott jetzt nur diese Familien besonders bestrafen wollte. Jesus hat oft deutlich gemacht, dass Gerichte Gottes, wenn sie kommen, nie eine direkte Strafe sind, sondern oftmals auch einen beispielhaften Charakter haben. Mit anderen Worten, nicht nur die Bewohner von Sodom und Gomorra waren böse. Ja. Und was wir daran wieder lernen, ist das, was wir auch gestern Abend gesagt haben. Sünde kostet mehr als das Leben der Schuldigen. Sünde betrifft auch die, die nicht schuldig sind. Und die Kinder, die dort gestorben sind, waren meistens so klein, dass sie noch längst nicht das Alter irgendeiner Verantwortlichkeit erreicht hatten. Und genau aus diesem Grund hasst Gott die Sünde, weil sie nicht nur die betrifft, die schuld sind, sondern auch die betrifft, die unschuldig sind. Und deswegen muss die Sünde ausgerottet werden. Deswegen nimmt sich Gott so viel Zeit, das zu tun. Vorletzte Frage. Wieso hat der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt und nicht der Satan? Nun, aus einem einfachen Grund, der Satan hatte keine Verfügungsgewalt über den Jesus und Jesus folgte dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt uns nicht immer nur dorthin, wo das Paradies ist. Der Heilige Geist führt uns dorthin, wo wir am wichtigsten sind und dort, wo wir den größten Nutzen für Gott und sein Königreich haben können. Und in der Situation, als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, war das Wichtigste, was geschehen musste, dass er als Mensch, als Gott, der Mensch geworden ist, der Welt und den Welten demonstriert, dass Satan besiegt werden kann, auch von einem Menschen. Das war natürlich eine enorme Herausforderung, ein enormes Risiko. Aber der Heilige Geist führt uns dorthin, wo wir Gott am meisten ehren können. Nicht immer dorthin, wo der Weg am leichtesten wäre. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man die Führung des Heiligen Geistes im Leben sehr viel besser erkennen. Er führt es nicht immer so, dass es einfach ist, aber immer so, dass am Ende der größte Gewinn für einen persönlich und für andere da ist. Jesus wird mit Sicherheit im Nachhinein nicht bereut haben, in die Wüste geführt zu sein, als er gesehen hat, welchen Sieg er erringen konnte durch Gottes Wirken. Letzte Frage. Wusste Jesus, dass er der Messias ist, oder musste er das selbst herausfinden? Und die Antwort ist ja und ja. Er wusste seit allen Ewigkeiten, dass es diesen Plan gibt. Er wusste spätestens dann, er wusste es auch schon vorher, aber dann, als Adam und Eva gesündigt hatten, war klar, dass dieser Plan auch umgesetzt worden ist. Und bis kurz vor seiner Menschwerdung wusste er sehr genau, was vor sich gehen würde. Er hatte ja gesagt, siehe, ich komme. Und dann wurde er Mensch. Und dann sprengt so ein bisschen unseren Kopf. Denn dieser fleischgewordene Gott war immer noch Gott. Aber er war auch Mensch. Und er war nicht halb Gott und halb Mensch, sondern er war ganz Gott und ganz Mensch. Und als ganzer Mensch hat er genauso wenig als zweijähriges Kind gewusst, wie wir mit 2 Jahren gewusst haben. Und hat mit 5 genauso geredet, wie wir mit 5 geredet haben. Und hat mit 10 auch mühsam die Bibelverse auswendig gelernt, so wie wir sie auswendig gelernt haben.
Und mit 12 hat er dann seine Schlussfolgerung gezogen als Mensch. Derweil war er die ganze Zeit auch Gott. Das Entscheidende ist jetzt hier, und das muss man verstehen, dass er ständig die Möglichkeit hatte, seine Gottheit zu benutzen, dies aber nur tat, wenn Gott der Vater ihm das explizit erlaubt hat. Mit anderen Worten, um das mal vielleicht zu illustrieren, nehmen wir uns als Beispiel zwei Jungs, die zu ihrem Vater gehen. Der eine fragt, könnte ich gern 50 Euro haben, um was auch immer zu kaufen, ein Spielzeugauto. Und der andere hat 50 Euro in seiner Tasche und sagt, Papa, darf ich die benutzen? Wir sind der Erste. Wir bitten um Gottes Eingreifen und Gottes Hilfe, weil wir nichts haben. Jesus hat genauso seinen Vater gebeten und uns damit ein Beispiel für Gehorsam und Unterwerfung unter Gott gegeben, mit dem einen Unterschied, dass er die Kraft nicht nur von Gott bekam, sondern dass er die Kraft auch selbst hatte. Und das ist zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach für uns zu verstehen, aber das ist der Grund, warum er das Leben von anderen Menschen kannte, ohne mit ihnen gesprochen zu haben. Wann Gott es ihm erlaubte, konnte er seine Gottheit benutzen. Es gab immer wieder Momente, wir haben das heute früh angesprochen, wo seine Gottheit förmlich aus ihm herausgeleuchtet hat, wie zum Beispiel im Tempel. Und ich denke, das wird schon als Kind auch manchmal passiert sein. Aber in all den Situationen, in denen er uns ein Vorbild sein sollte, hat er stets nur seine Menschheit benutzt und musste genauso lernen wie wir. Und in dem Sinne musste er selbst auch herausfinden, dass er der Messias ist. Und vielleicht noch ganz interessant als Abschluss, er hat seine Bestimmung für sein Leben im Heiligtum kennengelernt. Als er dort im Heiligtum war, hat er gewusst, wozu Gott ihn berufen hat. Ich glaube, wenn wir uns mit dem Heiligtum beschäftigen, über das wir schon gesprochen haben, dann werden auch wir merken und sehen, wozu Gott uns berufen hat. Herzlichen Dank für diese interessanten Fragen. Wenn Sie auch Fragen haben, dann können Sie die stellen unter fragen@weltengeschichte.de oder aber auf dem grünen Button drücken, da kommt dann gleich die Möglichkeit da, die Fragen zu formulieren, gehen dann direkt an uns. Wer hier vor Ort ist, braucht weder einen Button drücken, noch eine E-Mail schreiben, sondern einfach nur später im Nebenraum in der Pause eine Frage ausfüllen, in den Kasten werfen. Und dann werden wir nach bestem Wissen und Gewissen am Montag die hier beantworten. Wir haben einige neue Gesichter unter uns, einige, die vielleicht auch heute Morgen oder an anderen Tagen nicht dabei gewesen sind. Wir wollen ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher gesehen haben, um dann alle gemeinsam in diesen nächsten Vortrag einsteigen zu können. Was bisher geschah? Wir haben begonnen und beginnen jeden Abend erneut mit dieser Grundsatzfeststellung, Gott ist Liebe. Und er ist es immer. Und das ist seine Gesetzmäßigkeit. Das ist das Gesetz Gottes. Er schuf die Welten als Ausdruck dieses Gesetzes Gottes, seiner Kreativität. Und das ganze Universum wurde durch dieses Gesetz harmonisch zusammengehalten, bis jemand es in Frage stellte. Hillel wurde zu Satan und nahm ein Drittel aller Malakim, aller Engel, mit sich in die Rebellion. Gott schuf die Erde, er schuf den Menschen als Beweisstücke in diesem großen Kampf, dass er wirklich gut ist. Der Mensch sollte den Charakter Gottes widerspiegeln, wurde aber verführt durch besagten Satan, der die Rebellion auch in das Denken der Menschen einpflanzte. Gott wollte die Menschheit nicht verloren geben, sondern entschied sich, einen Plan zu entwerfen, sich selbst zu geben anstelle der Menschen und sich mit den Menschen zu identifizieren. Und Opfer sollten das ausdrücken. Gott hat lange Geduld mit der alten Welt. Sie ging erst nach anderthalb Jahrtausenden unter, nachdem fast keine Hoffnung mehr war und nur wenig Menschen überlebten. Auch die Sünde hat danach weiter regiert. Und Gott berief den Abraham als einen Zeugen für seinen Charakter, für sein Wesen. Mit ihm schloss er einen Bund, gab ihm große Verheißung. Seine Nachfahren endeten im Land Kemet, im Land Ägypten, wurden dort zu einem großen Volk, wurden versklavt und im Jahre 2513 durch den großen Propheten Mose aus Ägypten herausgeführt, durch Gottes Wirken. Gott führte sie durch die Wüste an den Berg Sinai, wo er ihnen sein Gesetz, das Gesetz der Liebe, offenbarte. Und mit Verzögerung aufgrund ihrer ständigen Rebellion konnten sie dann doch unter der Führung Josuas das Land, das gelobte Land Kanaan erobern, sind dort aber sehr schnell wieder in den Götzendienst und in den Abfall, in die Rebellion zurückgefallen. Ein dunkles Zeitalter brach an. Aber dann ging es aufwärts mit dem Volk, der Richter Samuel und vor allem die Könige
David und der junge Salomo führten das Volk zu ungeahnten Höhen, wurden zu einem Beispiel für die ganze Welt, wie ein Königreich regiert werden könnte. Doch dann ging es wieder bergab, Götzendienst und interner Krieg schwächten Israel und der nördliche Teil des Nordreich Israel ging verloren im Kampf gegen die Assyrer 721 und einige Zeit später auch das Südreich Juda, als der Großkönig Nabukodonosor II. Nebukadnezar kam und auch sie aus dem gelobten Land verschleppte. Jetzt schien der Plan Gottes zunichte zu sein. Doch Gott hatte die Zukunft fest im Blick, offenbarte diesem heidnischen König, dass noch einige Königreiche, einige Weltreiche kommen würden, bis Gott ein ewiges Reich aufrichten würde. In jener Zeit erschien Gabriel, der Oberste aller Malachim, der den Platz von Hillel eingenommen hatte, dem Daniel mehrfach und gab ihm große Prophezeiungen, die alle Stück für Stück auch eintrafen. So kamen tatsächlich die Meder und die Perser auf die Babylonier. Und tatsächlich war das Volk wieder in der Lage, zurückzukehren, obwohl nicht alle davon Gebrauch machten. 444 vor unserer Zeit wurde nach langer, langer Verzögerung endlich die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut. Gott hatte dann lange gesprochen durch Propheten, er begann zu schweigen, aber sein Wort war immer noch gegenwärtig. Es wurde gesammelt, die Schriftrollen der Propheten wurden systematisch zusammengeführt und das Wort Gottes war jetzt in Buchform gegenwärtig und sprach weiterhin. Die Prophezeiungen erfüllten sich tatsächlich, ob was nicht für möglich gehalten wurde. Die griechischen Stadtstaaten, die sich jahrelang, ja jahrzehntelang bekämpft hatten, wurden durch einen makedonischen König zusammengeführt. Alexander der Große eroberte die Welt. Und dann kam tatsächlich das Vierte Reich, das so ganz anders war, das Römische Reich. Und in jener Zeit wurde die Stimme gehört, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. In jener Zeit kam Gott auf die Welt, wurde Mensch und machte sich ganz verwundbar. Mit 12 Jahren hat Jesus dann im Tempel, wie wir gerade gesehen haben, seine Mission erkannt. Und als die 483 Jahre vorbei waren, die Daniel vorhergesagt hatte, wurde er getauft, als Johannes der Täufer eine gewaltige Reformation in Judäa begann. Er wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist und war der Messias. Er wurde in die Wüste geführt, hat dort 3 Versuchungen überstanden, allein mit dem Wort Gottes, und war der erste Mensch, der vollständig unbesiegt stand gegenüber dem Satan und zeigte, dass es einen Weg vorwärts gab, zurück in den Himmel. Auf Werbung durch Johannes kamen Menschen in Kontakt mit Jesus. Er bekam erste Jünger, erste Wunder geschahen und irgendwann hat er diese ersten Jünger zu seinen Vollzeitjüngern gemacht. Er offenbarte ihnen Gleichnissen in Predigten, sein Wesen. Und bald schon ist er der berühmteste Mann der ganzen Zeit geworden. Die Leute kamen von überall. Aber Jesus sprach nicht nur zu den Juden, er sprach auch zu den verhassten Römern. Und er tat Wunder über Wunder, sodass die Bücher gar nicht gefüllt, also die Bücher gar nicht ausreichen würden, alles zu beschreiben. Heute Morgen haben wir mehr Zeit gebraucht als geplant, um all das wenigstens kurz anzureißen. Und Jesus war ein Meister darin, nicht nur zu heilen und zu reden, er war vor allem ein Meister darin, Sünden zu vergeben. Selbst schwere Sünden. Und trotzdem haben die Obersten ihn mit Argwohn betrachtet, schon zu einem frühen Zeitpunkt in seinem 3,5-jährigen Dienst am liebsten umgebracht. Und selbst als er seinen Freund Lazarus, der schon 4 Tage tot war, und wo der Verwesungsprozess schon angefangen hatte, als er den zurück ins Leben rief, war alles, was die jüdischen Oberschichtsführer denken konnten, nur, wie bringen wir ihn am schnellsten um und am besten den Lazarus, der gerade von den Toten auferstanden ist, gleich mit ihm. Und an der Stelle, Anfang 31, 3,5 Jahre nach seiner Taufe, werden wir jetzt gleich weitermachen. Wir wollen mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten jetzt zu dir kommen. Wir möchten dich bitten, dass wir heute diese einfache und doch so unerklärliche Geschichte, dass wir sie verstehen. Nicht nur mit unserem Kopf,
sondern dass diese 7 Tage, die die Welt und die Welten auf den Kopf gestellt haben, dass sie auch unsere kleine Welt auf den Kopf stellt, dass sie unser Denken umkehrt und dass wir zu dir umkehren. Bitte sprich du, denn menschliche Worte können das nicht erklären, was du getan hast. Und so möchten wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns ganz tief beeindruckst mit deinem Wesen, mit deiner Liebe. All das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Episode 20. Das Lamm Gottes. Welch wunderbare Liebe. Wenn es das Lied, das wir gerade gehört haben, schon gegeben hätte, sie hätte es gesungen. Auf dem Weg. Und sie hätte es noch mehr gesungen, als sie dort kniete. Und der Duft des Öles sich mit ihren Tränen vermischte. Ihr Herz bebte. Welch wunderbare Liebe. Sie kannte sich einigermaßen gut. Sie kannte sich besser als die meisten der Männer im Raum dort. Und die wussten schon einiges von ihr. Aber sie wusste in ihrem Herzen, dass sie noch schlimmer war, als die Männer das schon ahnten und zum Teil wussten. Und sie konnte es nicht fassen, dass dieser Jesus ihr vergeben hatte. Einfach so. Er hatte kein Geld verlangt. Sie musste kein Gedicht aufsagen. Sie musste nichts unterschreiben. Er hatte ihr einfach vergeben. Welch wunderbare Liebe. Und je mehr sie darüber nachgedacht hatte, die Maria, die Schwester des Lazarus, die erst vor kurzem, der vor kurzem erst auferweckt worden war, desto dankbarer war sie. Ja, sie war dankbar, dass ihr Bruder wieder lebte. Sie war dankbar, dass sie so oft zu den Füßen Jesu sitzen konnte. Selbst dann, wenn ihre geschäftige Schwester immer etwas noch zu tun hatte und sie in die Küche locken wollte. Aber sie war nicht nur dankbar für ihren lebenden Bruder, von dem sie ahnte, dass er irgendwann doch wieder sterben würde. Sie war nicht nur dankbar für die Worte, sie war dankbar für ein freies, reines Herz. Und sie hatte das Gefühl, dass sie diese Liebe gar nicht verdient hat, dass zu viel Liebe über sie ausgeschüttet worden war. Und das Einzige, wie sie das irgendwie ausdrücken konnte, war, dass sie das Beste, was sie hatte, ein Erbstück, kostbares Salböl, Narde, dass sie das über ihn ausgoss und seine Füße mit ihren Tränen benetzte und mit ihren Haaren trocknete. Nur im Hintergrund hat sie das Gemurmel gehört. Aber Jesus, der die Zeitalter hindurch schaute, versprach ihr damals, dass unter anderem auch im Jahre 2016 ihre Geschichte wiederholt werden würde. Sie hatte ihn gesalbt. Er war noch einmal der Gesalbte, der Messias. Nicht durch den Heiligen Geist gesalbt, sondern durch die Tränen einer dankbaren Frau. Nicht gesalbt für den Dienst als Lehrer und Heiler und Prophet, sondern gesalbt als das Lamm Gottes. Für die Priester war eindeutig, dieser Mann muss weg. Er muss sterben.
Zu offensichtlich war es, dass er sie durchschaut hatte. Sie hatten jahrzehntelang die Fassade aufrechterhalten, aber dieser Jesus hatte alles zunichte gemacht. Er war so viel mehr wie Gott, das konnten sie gar nicht leugnen. Aber sie hatten sich entschlossen, ihn nicht während des Festes umzubringen, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Es war nur noch wenige Tage bis zum Pessach, zum Passa. Dieses Jahr wäre es ein Freitag. Das bedeutete Freitagfeierlichkeiten und dann der Sabbat und dann noch das Fest der Erstlingsfrucht am ersten Tag. Millionen Menschen waren erwartet worden. Die ganze Stadt würde voll sein. Ihn dann umzubringen wäre unklug, so beliebt wie er war. An jenem Tag entschloss sich Jesus, etwas Neues zu tun. Etwas, was er in seinem Leben bisher noch nicht getan hat. Bisher war er noch jeden Weg zu Fuß gegangen. Egal, ob von Galiläa nach Judäa oder von Judäa nach Galiläa oder von Perea nach Samaria. Er war auch zu seiner Taufe zu Fuß gegangen, als er gesalbt wurde durch den Heiligen Geist. Aber zum ersten Mal entschied er sich nicht zu Fuß zu gehen und nicht, weil er Schmerzen hatte. Er wusste, es war Zeit. Lange genug hatte er den Geheilten gesagt, sagt nicht, dass ich der Messias bin, weil er wusste, welche Vorurteile es gab. Doch jetzt war es Zeit. Schon der Prophet Zacharja hatte ein halbes Jahrtausend vorher gesagt, siehe, dein König kommt, auf einem Esel reitend. Und so kam er, auf einem Esel geritten. Das alte Königsprotokoll Israels bis zum Buchstaben erfüllend. So wie Saul und David und Salomo auf ihren Eseln und Maultieren geritten waren, kam er und zog gen Jerusalem, ging zur Hauptstadt. Und immer mehr Menschen bemerken, dass das der beliebte Wanderprediger, der viele von ihnen geheilt hatte oder einen Verwandten geheilt hatte, dass er auf einem Esel nach Jerusalem ritt. Und das konnte nur eines bedeuten, dass seine Jünger endlich ihn überzeugt hatten, dass all die Bitten und all das Flehen endlich gefruchtet hatte, dass obwohl er sich immer dagegen gewehrt hatte und die Menschen manchmal sogar fast mit Gewalt wegschieben musste, als sie ihn zum König machen wollten, dass er jetzt sich hat überzeugen lassen, dass er König wird. Und bald waren die Kleider ausgebreitet, die Palmzweige geschnitten und man wedelte ihm zu und man rief laut, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, dem Namen des Herrn. Man wusste, die Zeit ist reif. Man wusste, die Prophezeiungen aus Daniel sind da. Der König, auf den sie immer gewartet hatten, er war gekommen. So zogen sie gen Jerusalem und die Masse wurde immer größer. Und kurz bevor sie die Stadt erreichten, auf einem Hügel, blieb Jesus stehen. Und er schaute auf die glänzende Stadt, die sich bereitete für das große Fest, das Passafest, wo wieder die Lämmer geschlachtet werden sollten, die das Lamm Gottes vorspiegelten. Und da saß er auf seinem Esel und schaute auf Jerusalem. Und er, das Lamm Gottes, begann zu weinen. Es waren nicht ein paar Tränen, die ihm da kamen. Es war mehr, als ob der Schmerz von Jahrhunderten, die Qual der Jahrtausende, ihn förmlich zerriss. Der Esel schüttelte sich unter diesem König, der sich kaum halten konnte. So als ob die Worte Hesekiels, warum wollt ihr sterben, vom Euphrat hinüberwehten mit einem halben Jahrtausend Verspätung. Er sah die Stadt und in dieser Stadt, der Stadt, die den Frieden symbolisieren sollte, aber selbst bei den Heiden eher als aufrührerische Stadt bekannt war, sah er eine ganze Welt, die zum Frieden als Symbol der Liebe Gottes geschaffen worden war und die doch größtenteils gegen ihn rebellierte.
Jahr für Jahr war er gekommen nach Jerusalem. Jedes Fest hatte er dort gefeiert. Selbst die Feste, die Gott gar nicht vorhergesehen hatte, wie das Chanukka-Fest. Und jedes Mal ist er immer wieder erneut abgelehnt worden von den Obersten des Volkes. Und mit tränenerstickter Stimme rief er aus: Wenn du auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Die große Volksmenge schaute recht betreten. Es kommt nicht oft vor, dass der König bei seiner Krönungsprozession in Tränen ausbricht und über die Stadt, die er gerade regieren will, weint. Aber dann zog sie weiter, die Menge. Und sie zog nach Jerusalem. Und die Obersten, die Paruschim, die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, die hatten schnell rausbekommen, was passiert und wollten der Sache Einhalt gebieten. Aber diesmal konnten sie nichts tun. Und als sie fragten, wer das ist und aus welch, und die Menschenmenge fragte, wer das ist, da war es, als ob der Heilige Geist die Jünger inspirierte, als sie ausriefen: Fragt Adam, es ist der, der der Schlange den Kopf zertritt. Fragt Jakob, es ist der Shiloh, der kommen soll. Fragt Daniel, es ist der verheißene Maschiach, der Messias. Fragt Jeremia, es ist der, der heißt der König der Gerechtigkeit. Fragt Abraham, er hat seinen Tag gesehen, als er dort auf dem Hügel stand. Aber Jesus wusste, mit Jerusalem würde es bald vorbei sein. Er kam an einem Feigenbaum mit seinen Jüngern vorbei. Und er fand, dass an diesem Feigenbaum, trotz vieler Blätter, keine einzige Feige war. Und in einem Ton, den seine Jünger nie zuvor gehört hatten, verfluchte er den Feigenbaum. Was hatte der denn getan? Einen Morgen später, als sie wieder an derselben Stelle vorbeikamen, war der Feigenbaum vollkommen verdorrt. Die Jünger fragten sich, was das zu bedeuten hatte. Doch die Welten und die Engel, die zuschauten, die hatten die symbolische Handlung bestens verstanden. Jesus hatte vorher in einem Gleichnis mal erzählt, wie jemand einen Feigenbaum schon abhacken wollte, weil er Jahr für Jahr keine Frucht gab und wie nach 3 Jahren ihm doch noch ein viertes Jahr gegeben worden war, ob er hoffentlich doch jetzt Frucht bringt. 3-mal war er schon zum Passa in Jerusalem gewesen. Jetzt war das 4. Mal. Und es gab noch immer keine Frucht. Und Jesus ging in den Tempel und reinigte ihn noch einmal, wie am Anfang seines Dienstes vor 3 Jahren. Er sagte, steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und sie fragten ihn, in welcher Vollmacht tust du dies und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sich nie groß mit Inhalten beschäftigt. Sie fragten immer nur, warum tust du das, wer hat es dir erlaubt? Haben wir es dir erlaubt? Warum übergehst du unsere Autorität? Und Jesus fragte sie, in wessen Vollmacht denn die Taufe des Johannes von Johannan geschehen war. Und jetzt waren sie in der Zwickmühle, denn sie konnten nicht genau sagen. Sie waren überzeugt, dass es nur Johannes Werk war, aber dann hätte das Volk sie gleich gesteinigt. Sie konnten aber nicht sagen, dass es von Gott war, denn dann hätte das Volk sie gefragt, warum glaubt ihr nicht daran? Deswegen entschieden sie sich diplomatisch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem sie sagten, wir wissen es nicht. Und sagte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Und erzählte ihnen Gleichnisse. Die Zeit war gekommen, deutlich zu sprechen. Es blieben nur noch wenige Tage und erzählte ihnen ein Gleichnis von einem Menschen, der 2 Söhne hatte. Und den einen bat, in dem Weinberg zu arbeiten und den anderen bat, im Weinberg zu arbeiten. Und der eine sagte, ich mache es auf jeden Fall. Der andere sagte, lass mich in Ruhe. Aber der so bereitwillig sich bereit erklärt hatte, ging nie, während der Rebell tatsächlich arbeitete. Die Botschaft war klar und deutlich. Die vorgeben, Gottes Volk zu sein, waren viel weiter hinten dran als die eigentlich Gott gar nicht kannten.
Und er gab noch ein Gleichnis von einem gewissen Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun herum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm. Jesus gab sich Mühe, dass die Pharisäer, die diese Stelle rückwärts kannten aus dem Jesaja-Evangelium, auch wirklich verstanden, dass er davon sprach, von jener Prophezeiung, die schon Jesaja gegeben hatte. Und dieser Hausherr verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Hatten nicht die Führer des Volkes bisher noch jeden Propheten umgebracht, inklusive Jesaja, der dieses Lied vom Weinberg gesungen hatte, hatten sie ihn nicht zersägt. Aber das Gleichnis ging weiter. Der Weinbergbesitzer dachte sich, vielleicht werden sie sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Und Jesus sprach zwischen den Zeilen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Sadduzäer an. Einige von euch wissen ganz genau, wer ich bin. Viele von euch sind wahrscheinlich verführt und glauben wirklich, ich bin ein fanatischer Zimmermann aus Galiläa. Aber einige von euch wissen, wer ich bin. Ihr habt euch tatsächlich mit dem Satan verbündet. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und so gab ihnen Jesus diese schneidenden Worte, das Reich Gottes, die Botschaft von dem Wesen, dem Charakter und dem Gesetz Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das dessen Früchte bringt. Aber das wollten die Schriftgelehrten nicht auf sich sitzen lassen. Die Pharisäer dachten sich, wie können wir ihn irgendwie vor dem Volk mal so richtig in Bedrängnis bringen? Ach, Geld ist eine gute Sache. Das Volk hasst die Steuern und sie hassen Römer. Lass uns über römische Steuern sprechen. Gute Idee. So kamen sie zu ihm. Wir haben eine Frage. Wir haben gehört, du beantwortest Fragen. Es gibt vielleicht ja eine Fragen-Antwort-Zeit, nicht wahr? Wir hatten eine Frage. Darf man Steuer zahlen? Vielleicht haben sie es etwas lauter gesagt, damit alle hörten. Darf man Steuern zahlen an die Römer? Und Jesus erkannte ihre Intrige, ließ sich eine Steuermünze geben und fragte sie, wer denn abgebildet war. Und sie brauchten nicht lange zu schauen und sagen, ja, das ist Tiberius, ja, das ist der Kaiser. Dann gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Wenn Tiberius, das Bild von Tiberius drauf ist, gehört es Tiberius, gib es Tiberius. Hatten sie verstanden, was Jesus damit gesagt hatte? Gebt Gott, was Gottes ist. Wo war denn das Bild Gottes drauf? Welche Münze musste man geben, wo das Bild Gottes drauf war? Waren das nicht sie selbst? Waren sie nicht nach dem Bild Gottes geschaffen? Sollten sie nicht sich selbst Gott geben? Ein anderer kam und sagte, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Manche hatten sich Mühe gemacht, alle Gebote aufzuschreiben. Einer war auf 613 Gebote gekommen. Und es gab viel Streit, welches jetzt wichtiger als das andere war. Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus, der das Gesetz wirklich verstanden hatte, sagte, du sollst dem Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot, denn Gottes Gesetz ist seine Liebe. Er ist immer Liebe. Und das Zweite ist ihm vergleichbar, weil die Liebe Gottes auch zwischen den Menschen gilt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ihr lieben Schriftgelehrten, versteht doch endlich, es geht nicht um Regeln auswendig lernen und Regeln richtig halten. Das nützt niemandem was. Ihr müsst die Liebe Gottes verstehen. Alles in der Tora. Und den Nevim und den Ketuvim, den Propheten und den Schriften, überall geht es nur um die Liebe Gottes. Und dann hat Jesus den Spieß umgekehrt. Nachdem sie ihn eine Frage nach der anderen gestellt hatten, schwierige Fragen, und er sie alle beantwortet hatte, dreht er den Spieß um und stellte ihnen mal eine Frage. Was denkt ihr vom Christus, dem Gesalbten, auf den wir ja alle warten oder den ihr wartet? Wessen Sohn ist er? Es kam wie ein Pfeil geschossen, Davids. Okay. Wieso nennt ihn denn David im Geist Herrn, indem er spricht? Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Also wenn David sagt, dass der kommende Herr schon zu
seinen Zeiten Herr war und die beiden, also Gott und der Herr, kommuniziert haben, wie kann er denn sein Sohn sein? Gute Frage. Wie kann jemand der Sohn von einem sein und gleichzeitig schon vorher existiert haben? Die Frage haben sich viele Menschen über Jahrhunderte gestellt. Wie kann jemand Sohn sein und vorher schon existiert haben? War das nicht die Frage, die sich Hillel gestellt hatte, ob dieser Michael schon immer existiert hat? Ob er wirklich Gott ist? Die Pharisäer jedenfalls konnten keine Antwort finden und sie haben sich schnell zurückgezogen. Aber Jesus war jetzt in der Offensive. Er wusste, welche enorme Gewalt die Pharisäer und Schriftgelehrten über das Denken der Leute hatten. Alle dachten, dass das die Heiligsten überhaupt sind. Und er wollte sie warnen, denn er wusste, was bald kommen würde. Und so sprach er zu den Führern zum ersten Mal so deutlich, mit Tränen in den Augen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Lasst sie doch wenigstens zu Gott kommen, wenn ihr selbst nicht wollt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Wehe euch, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben, das Gesetz von der Liebe. Das sollte man tun, jenes nicht lassen. Ihr könnt gerne euren Zehnten weitergeben, ist alles richtig damit. Aber seid doch liebevolle Menschen. Wehe euch, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengemeine und aller Unreinheit sind. Aber diese Worte galten nicht nur Pharisäern. Galten sie nicht so viel mehr Menschen, die nach außen hin immer eine gute Fassade abgegeben hatten? Es waren nur noch wenige Tage. Und der Bruch zwischen Jesus und der Oberschicht, den Theologen und Schriftgelehrten, war so deutlich, er war nicht mehr zu kitten. Da sandte Gott Menschen aus einem fernen Land. Er sandte Griechen, Hellenen. Die waren in Jerusalem, als Touristen vielleicht auch, um den Gott Israels kennenzulernen. Und einem Jünger sagten sie, was sie wirklich auf dem Herzen hatten. Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Es war wie ein Tropfen Wasser in der Wüste des Unglaubens, wie ein Lichtstrahl in der Finsternis der Ablehnung. Die Griechen, die würden gerne Jesus sehen. So wie die Assyrer in Ninive auf die Botschaft reagiert hatten, während ganz Israel die Propheten verfolgte. Die Heiden hatten wirklich größeren Glauben als das Volk Gottes. Sie wollten gerne Jesus sehen. Und Jesus wusste, jetzt ist es Zeit. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und er sagte denen, die um ihn herum standen im Tempel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Jeder kannte die Wahrheit. Viele waren in der Landwirtschaft tätig. Sie wussten, das Weizenkorn, das später die Frucht bringt, das Weizenkorn selbst stirbt. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und Jesus dachte selbst über die Worte nach. Er wusste, ich bin das Weizenkorn und ich habe jedes Recht der Welt, jetzt in den Himmel zu fahren. Ich habe jedes Recht der Welt, jetzt zurückzugehen. Ich bin hier nicht gezwungenermaßen. Ich bin nicht irgendwann geschaffen worden für diesen Auftrag. Ich bin ganz freiwillig hier. Niemand zwingt mich hier zu sein. Aber wenn ich zurückgehe, ohne mein Leben gegeben zu haben, dann müssen Henoch, Elia und Mose zurück. Und für den ganzen Rest, all die Milliarden, gibt es keine Hoffnung. Und seine Seele war erschüttert. Er wusste, was das bedeutet. Er wusste,
dass er den Platz der Sünder einnehmen müsste. Und ihm fehlten die Worte. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Vor Ewigkeiten hatte er es kommen sehen, aber als er in der Situation war und es plötzlich real wurde, dass er plötzlich schon den kalten Hauch der Sünde spürte, da bekam er Angst. Doch er sagte, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ich habe ja gewusst, was auf mich wartet. Vater, verherrliche deinen Namen. Und so, als ob er gerade in dem Moment eine warme Hand auf seiner Schulter gebraucht hatte, kam eine Stimme vom Himmel und der Vater sprach erneut zur Menschheit. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die meisten Menschen dachten nur, dass es plötzlich gedonnert hat. Nicht viele hatten diese Stimme gehört. Jesus erklärte denen, die um ihn herum standen, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Die Jahrtausende hatten gewartet auf diese letzte Konfrontation zwischen Michael und Hillel, der zu Satan geworden war, zwischen dem Schöpfer und dem, der das Gesetz des Schöpfers angezweifelt hatte, zwischen dem Gott der Liebe und dem, der behauptet hatte, dass Gott nicht immer Liebe ist. Bis jetzt waren die Beweislage relativ günstig für Jesus. Aber noch hatte Satan nicht alles verloren. Noch hatte er Argumente. Und jetzt kam es zur Entscheidung. Jesus erinnerte an die Wüste und an die Schlange, die damals aufgerichtet worden war, die erhöht worden war, und alle, die geschaut hatten, waren errettet worden. Doch der Bericht sagt, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte und so viel gepredigt hatte und so viel seinen Charakter offenbart hatte, glaubten sie nicht an ihn. Sie hatten etwas anderes erwartet. Sie wollten einen, der ihren Stolz fördert, den die Römer vertreibt. Sie waren auf einen König vorbereitet, aber nicht auf einen König der Liebe. Und so ging er. Er verließ den Tempel und er wusste, jetzt ist es vorbei. Die Jünger hatten das längst noch nicht begriffen. Sie waren immer froh, wenn sie in den Tempel kommen konnten, weil das war ja das Weltwunder Nummer 1. Alle wollten in den Tempel gehen. Wahrscheinlich waren auch die Juden deswegen gekommen, weil er so groß und gigantisch war. Und während Jesus mit finsterer Miene, mit traurigem Gesicht den Tempel verließ, hielten sie ihn immer noch auf und sagten, hast du eigentlich jemals schon mal das Fresko da gesehen? Und diese Steine, unglaublich, gewaltig. Was sagst du, Jesus? Jesus schaute nicht mal auf die großen Steine. So, als ob es ihn gar nicht interessieren würde. Er sagte nur, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Er verließ den Tempel und mit ihm verließ die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel. Genauso wie damals Hesekiel gesehen hatte, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel damals verließ. Und seine Jünger keuchten ihm hinterher. Was soll das meinen? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Hat er überhaupt gesehen, wie groß die Steine waren? Kann doch niemand wegnehmen. Und sie standen wieder auf jenem Berg, dem Ölberg, auf dem schon ein Jahrtausend vorher David stand und geweint hatte, als er Jerusalem sah, weil er von Jerusalem weggetrieben worden war. War das nicht ein Bild für die Welten? Der Sohn Davids stand dort, wo David schon stand, und weinte über dieselbe Stadt. Aber die Jünger hatten jetzt dafür keinen Blick. Sie interessierte mehr, was aus ihrem geliebten Tempel würde. Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus entschied sich jetzt, kurz bevor alles zu Ende gehen würde, den Blick ihnen zu weiten auf das, was noch kommen würde in der Weltengeschichte. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Er sprach von Krieg und von Erdbeben und von Hungersnöten, aber sagte, das ist alles erst der Anfang der Wehen. Er sprach davon, wie alle, die ihm nachfolgen, getötet werden würden und gehasst sein würden von allen Heidenvölkern. Und er sprach davon, wie dieses Evangelium vom Reich
in der ganzen Welt verkündigt werden wird. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann würde die Weltgeschichte zum Ende kommen. Jedenfalls so, wie die Jünger sie kannten. Und dann wies er sie auf das Buch hin, das in ihrem Buch, dem Tanach ganz hinten war, so man wusste kaum, was man damit anfangen sollte. Das Buch des Propheten Daniel, er sagte, wenn ihr das lest, achtet darauf. Er spricht von einem Gäuel der Verwüstung. Wenn das kommt, flieht auf die Berge, die ihr in Judäa seid. Und die Jünger haben sich wahrscheinlich am Kopf gekratzt. Wir sollen fliehen? Wie sollen wir denn fliehen? Wovor sollen wir fliehen? Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Und in ihrem Kopf ging das durch wie Flucht. Wir sind doch nicht in den Zeiten von Nebukadnezar, wo Jerusalem angegriffen wird. Von wem soll denn Jerusalem angegriffen werden? Aber Jesus ging noch weiter in die Zukunft und sagte, sobald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann gab er ihnen einige Gleichnisse, die illustrieren sollten, wie man wartet auf dieses Ende von 10 Jungfrauen, von denen alle einschliefen, aber nur 5 vorbereitet waren für den Ernstfall. Und von Männern, denen Talente anvertraut worden waren und einige damit gut umgingen und andere sie versäumten. Und von Schafen und Böcken, die erst getrennt wurden, als das Ende da war. Und das Kriterium ihrer Trennung, das war, ob sie das Gesetz der Liebe praktiziert hatten. Das Passa war nahe. Am Freitag sollte es gefeiert werden, doch Jesus wusste, dass am Freitag er das Passa mit seinen Jüngern nicht mehr feiern konnte. Das wäre zu spät. Wenn er noch einmal das Passa mit ihnen feiern würde, dann müsste es vorher sein. Und zum nicht geringen Erstaunen sandte er sie aus, um schon am Donnerstagabend das Passa zu feiern. Sie bereiteten alles vor, schnell und etwas ungeplant. So kamen sie zusammen in dem Haus, das sie angefragt hatten zur Benutzung. Und dort war alles vorbereitet. Sie hatten wahrscheinlich vergessen, jemanden zu beauftragen, der als Diener dort sein könnte. Niemand war zuständig für einige notwendige Dinge, nämlich zum Beispiel für das Füßewaschen. Und es dämmerte dem einen oder anderen Jünger, dass wahrscheinlich er das machen sollte. So saßen sie alle betroffen am Tisch und hofften, dass es keiner merkt, dass keiner den Gedanken hat, den sie gerade haben und dass irgendwie alle gleich vergessen, dass sie ja gar keine Füße gewaschen hatten. Und Jesus sagte ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und als sie sich bereit machen wollten, endlich zu essen, stand er auf. Sie trauten ihren Augen nicht. Er nahm das Wasser. Und er kniete sich hin. Er war doch ihr Meister. Er war doch gerade als König eingezogen. Er soll doch gleich die Römer vertreiben. Er wäscht die Füße? Ein komisches Gefühl, die Hände des Königs an den Füßen zu haben, der sich so niederbeugte. Sie hatten seltsam geguckt, als die Frau mit ihren Tränen seine Füße gewaschen hatte. Jetzt guckten sie noch seltsamer, als er ihre Füße wusch. Und er wusch die Füße von Johannes. Und er wusch die Füße von Philippus. Und er wusch die Füße von Jakobus. Und von Petrus, der erst sagte, nein, 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 nein. Brauchst du nicht. Und dann plötzlich ganz gewaschen werden wollte. So verwirrt war er. Und dann wusch er auch die Füße von Judas. Und vielleicht hat er ein bisschen länger gewaschen. Ein bisschen sanfter die Füße gestreichelt. Und dann sagt er, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und dann
brachte er das Brot und den Traubensaft und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib. Schon ein Jahr zuvor, bei der Speisung der 5000, einen Tag später, hat er versucht, diese Wahrheit zu offenbaren, als damals fast alle ihn verlassen hatten, wie wir in der letzten Episode gesehen hatten. Und dann nahm er den Traubensaft und sagte, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Den Jüngern wird es nicht aufgegangen sein, aber die Malachim im Himmel, die machten die Verbindung. Moment mal, er hat doch 3,5 Jahre zuvor Wasser zu Traubensaft gemacht. Und das Wasser war für die Reinigung da. Das Blut, der Traubensaft. Und hatte nicht schon Jakob dem Juda gesagt, dass er seine Kleider in Traubenblut waschen würde? Das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und während sie aßen, sprach er traurig, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und 11 fielen aus allen Wolken und einer verschluckte sich am Brot. Aber Jesus zeigte keinen Finger. Als alle fragten, bin ich es, wer ist es? Da entschied er sich, demjenigen, von dem er wusste, dass er ihn verraten würde, eine Chance zu geben. Er tauchte das Brot ein, sagte, wem ich es geben werde, der isst es. Und dann hielt er es halb dem Judas entgegen. Und er sagte, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und Judas hatte tatsächlich die Nerven zu sagen, Rabbi, doch nicht ich. Und er nahm das Brot. Die Jünger hatten nicht gewusst, dass schon Tage zuvor ein Geheimtreffen gehabt hatte. Die Jünger hatten ja ihn vorgeschlagen als den besonders klugen Jünger und so fühlte er sich auch. Ihm war aufgefallen, dass Jesus einfach zu langsam ist mit seinem Bestreben, das Königreich aufzurichten. Er glaubte an Jesus, er glaubte, dass Jesus ein guter König sein könnte. Aber man müsste Jesus ein bisschen nachhelfen. Man müsste seine Regierung ein bisschen verbessern. Klang so wie einige Jahrtausende zuvor im Himmel, oder? Ein bisschen nachhelfen, ein bisschen was anders machen. Und er hatte sich mit den Priestern besprochen. Er wollte sie reinlegen, denn er wusste, Jesus war bisher immer jedem Mordanschlag entkommen. Und er war sich sicher, er wird auch diesmal entkommen. Aber wenn er sie in Konfrontation bringen könnte, dann würde vielleicht durch die Auseinandersetzung Jesus merken, dass er wirklich auch ein bisschen Gewalt anwenden muss, oder? Er wollte nur ein bisschen nachhelfen. Jesus wusste, er war beim Gespräch nicht dabei gewesen, aber er wusste, was sie gesagt hatten. Und so ging Jehuda. Juda, der genauso hieß wie jener, der seinen Bruder Josef für 20 Silberlinge verkauft hatte. Er hatte diesmal einen besseren Preis gemacht, 30 Silberlinge. Und die musste er nicht mit anderen Brüdern teilen, die hat er ganz für sich alleine. Und so ging er in die Nacht hinaus und dachte, dass außer ihm und Jesus niemand es wusste und hatte keine Ahnung, dass Milliarden von Engeln und geschaffenen, ungefallenen Wesen auf ihn blickten und sagten, ist der denn von Sinnen? Für 30 Silberlinge verrät er seinen Schöpfer? Jesus wandte sich den anderen Jüngern zu. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin zu meinem Vater, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Jünger verstanden wie fast immer nur Bahnhof. Hä, wir wissen nicht, wohin gehst du? Wo gehst du hin? Wir kennen außerdem den Weg nicht. Wo sollen wir da hinkommen? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jeder Satz war wie ein ausgedrücktes Konzentrat der Weisheit der Ewigkeiten. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das war das nächste Schlüsselwort. Statt darüber nachzudenken, was Jesus gerade gesagt hatte, hatte Philippus eine glorreiche Idee. Vater, 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 hey, du hast so oft über den Vater gesprochen, zeig uns doch mal den Vater, dann sind wir zufrieden. Zeig uns den Vater. Er war schon ganz stolz über diese glorreiche Idee, die er gehabt hat. Und er schaute Jesus erwartungsvoll an und der schaute zurück und sagte,
Jetzt kennen wir uns schon fast 3,5 Jahre, Philippus. Du hast mich nicht erkannt? Wie? Ich habe. Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Die Jünger waren sprachlos. Und er sagt ihnen, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und auch wenn ich gehe, wird jemand anders kommen. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Heiligen Geist, der die Propheten inspiriert hat. Er wird mein Vertreter sein. Ich gehe hin, er kommt zu euch. Wenig ist bekannt über ihn, aber wisst, er wird euch alles lehren. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann sangen sie ein Loblied und gingen. Sie gingen zu einem Garten mit Namen Gethsemane, die Ölpresse. Und dort offenbarte Jesus ihnen die traurige Wahrheit. Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber wie immer glaubten die Jünger auch diesmal, dass Jesus vielleicht irgendwie das anders meinte, als er gesagt hatte. Und insbesondere Petrus protestierte und sagte, das kann gar nicht sein, ich würde mein Leben für dich geben. Jesus sagte, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er sagte ihnen sogar, sie sollten ein Schwert mitnehmen, denn wenn sie ihn verlassen, dann müssten sie für sich selbst sorgen. Solange sie in seinem Auftrag waren, brauchten sie kein Schwert. Alles war für sie gesorgt, aber wenn sie ihn verlassen würden, dann müssten sie selbst sorgen. Aber noch war die Stunde nicht da. Noch einmal gab er ihnen ermutigende Dinge mit. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und mich nicht verlasst, wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und dann betete er, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und er betete für seine Jünger, von denen er wusste, dass sie ihn gleich verlassen würden. Verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Aber ich bitte nicht nur für diese allein, nicht nur für diese 11, die hier sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins sein. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Die Liebe, die wir haben, Vater, die soll auch in den Herzen der Menschen sein. Und dann wurde es immer dunkler. Und es war, als ob eine alte Prophezeiung im Himmel noch einmal ausgesprochen worden ist. Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Es war, als ob in diesem Moment der Himmel begann, die Archive aufzutun und die Dinge, die in den Archiven aufgeschrieben waren, aus den Büchern zu nehmen, so schien es, und auf die Erde zu werfen. Auf ihn, den Biss, den Eva getan hatte in den Apfel und den Biss, den Adam getan hatte in den Apfel und die Lüge, die Kain getan hatte und den Mord, den Kain getan hatte und die abertausenden Ehebrüche, die begangen worden waren und die Morde an den Tieren, die Morde an den Menschen. Die Sünden von Abraham und die Sünden von Isaak und die Sünden von Jakob, die Sünden der Ägypter, die Kriegsverbrechen der Assyrer und die Sünde von David, die Sünde des Hethiters, der Diener vergewaltigt hatte und die Sünde von Ammon, der seine Halbschwester vergewaltigt hatte. Jede einzelne Sünde, die Sünden von Manasse, sie wurden alle auf ihn geworfen. Und es war so, als ob mit jedem Moment er mehr zusammenbrechen schien. Es war so, als ob er Bathseba zu sich gerufen hatte, als ob er Jesaja
durchgeschnitten hatte, als ob er all diese greulichen Verbrechen der Assyrer begangen hätte. Als ob er gelogen hätte. Als ob er gestohlen hätte, als ob er Achan gewesen wäre. Er das babylonische Kleid genommen hatte. Als ob er den auf den Felsen zweimal geschlagen hat. Und als die Sünden von 4000 Jahren auf ihn geworfen wurden, da haben wahrscheinlich die Malachim gesagt, es ist zu viel. Das kann kein Mensch tragen. Und Gott sagte ihnen, das ist noch nicht einmal alles. Die Weltgeschichte geht noch weiter. Und Dinge, die noch nicht aufgeschrieben sind, Dinge, die noch nicht einmal passiert sind, Dinge, die ihr als Engel euch nicht einmal vorstellen könnt, dass Menschen zu so etwas in der Lage sind, die werden jetzt auch noch auf ihn gelegt. Und Jesus sagte, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Er wusste, wenn diese Sünden alle auf ihm lasten, wenn er sich mit diesen Sünden identifizieren muss, dann muss Gott ihn für immer vom Leben abschneiden. Und so kniete er in Gethsemane. Er wagte kaum, seine Augen zum Himmel zu erheben und sagte, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und die Engel im Himmel, die Engel, die dort standen, die haben vielleicht gesagt, Gott, wir haben es doch gleich gesagt, lass uns das lieber machen. Lass uns das Opfer bringen und wenn wir verloren gehen, egal, aber lass es nicht ihn tragen. Bleib zurück. Die Antwort war Schweigen. Jesus wusste selbst. Er wusste schon seit Ewigkeiten, dass es keine Alternative gab. Wenn es eine gegeben hätte, hätten sie sie ja genommen. Es gab keine Alternative. Er musste in das Loch fallen, von dem keiner wusste. Von dem er jedenfalls jetzt nicht mehr wusste, ob man überhaupt jemals aufkommen würde. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille, auch wenn ich auf ewig verloren gehe. War das der Jesus, von dem Hillel gesagt hatte, dass er so arrogant ist? Das war Jesus. Und die Welten bekamen ihre Antwort. Die Jünger hatten von dem alles nicht so viel mitbekommen. Sie hatten schon lange nicht mehr gut geschlafen und hatten ein kleines Nickerchen genommen. Jesus versuchte ihnen zu deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und sie kniffen sich die Augen auf. Und dann, ja. Mal sehen, was passiert. Und waren bald wieder weggeratzt. Sie waren erst wieder richtig putzmunter, als die Römer plötzlich im Garten standen. Und der Mob mit den Stöcken und den Schwertern. Jesus war jetzt gefasst. Er hatte sein Schicksal akzeptiert. Was kommen würde, er würde alle, jede einzelne Sünde, sei sie noch so abscheulich, er würde sich damit identifizieren und die Verantwortung dafür tragen. Und jetzt kam sie. Und sie fragten ihn, er fragte sie, wen sucht ihr? Ja, Jesus! Und der Engel, der am Ende seines Gebetes ihn gerade gestärkt hatte, war noch nicht zum Himmel aufgeflogen. Und so, als ob er wenigstens einen kleinen Ellenbogenstoß geben würde, trat er dazwischen und alle fielen um. Aber auch dieser Engel wusste, er könnte nicht auf ewig aufhalten, was schon längst beschlossen war. Und so verließ er die Szene und ging in den Himmel. Jesus fragte noch einmal, wen sucht ihr? Und da traf es sich, dass aus einem anderen Busch sein 12. Jünger kam. Der erschien sehr erstaunt über die Soldaten. Was machen die denn jetzt? Und er küsste Jesus als Zeichen seiner Sympathie. Und es war, als ob sich in diesen beiden Lippen das gesamte Gift seit Jahrtausenden zusammenformte. Und Jesus fragte ihn, Freund, wozu bist du hier? Ich weiß, dass dieser Kuss ein verabredetes Zeichen ist, damit sie in der Dunkelheit sehen, wer es ist.
aber er ließ sich küssen. Er hat seine Backe nicht weggezogen, sondern hat seine Wange hingehalten. Er ließ sich küssen vom Verräter. Und dann führten sie ihn zu Hanan, dem alten Hohepriester, und dann zu Kaiphas, dem Amtierenden. Und alle Jünger flohen in alle Richtungen. Einer hat sogar sein Kleid verloren. Aber als die Meute Jesus nahm, da sind zwei auf weiter Ferne gefolgt. Johannes und Petrus. Hinter jedem Baum haben sie sich versteckt. Und wenn die Meute weit genug war, gingen sie ein bisschen weiter. Und sie sahen, wie Jesus in den Vorhof geführt wurde, zum Kaiphas. Und dann standen sie vor der Tür und Petrus sagte, was sollen wir jetzt machen? Jetzt kommen wir auch nicht weiter. Johannes sagte, kein Problem, ich kenne den Hohen Priester. Du kennst den Hohen Priester? Ja, wir sind bekannt. Was sagt er denn dazu, dass du jünger bist? Ich gehe rein. Schubst weiter. Ne? Petrus stand außen vor. Was mache ich denn jetzt? Johannes innen drin hat sich wahrscheinlich überlegt, es war keine gute Idee, den Petrus draußen zu lassen. Das ist ein bisschen unhöflich. Und kam zurück und redete mit der Türsteherin. Der Hohepriester hat eine Türsteherin. Und sagte, das ist mein Freund, der gehört auch zu uns. Darf er mit rein? Sie hat ihn ein bisschen angeschaut und gesagt, ja, okay, alles klar, komm mal rein. Und Johannes ging schnurstrack auf das Gebäude zu. Er wollte wissen, was passiert mit Jesus. Petrus hatte auch das Interesse, aber auf allem war ihm kalt. Und er sah dieses Kohlenfeuer da und er hat sich ein bisschen wärmen wollen. Da saß er. Johannes stand in der Kälte und hörte, was passiert mit Jesus. Petrus stand am Kohlenfeuer und wärmte sich. Und durch die Flammen schaute ihn die Türsteherin an. Und jetzt konnte sie noch ein bisschen deutlicher sehen und sagte, hey, du bist doch mit Jesus von Nazareth, nicht wahr? Das hat er nicht erwartet. Und er sagt, nein, muss ein Irrtum sein, du hast dich verguckt. Ob er gehört hat, dass in dem Moment der Hahn krähte? Wie ein Alarmsignal, Petrus, pass auf! Stattdessen verließ er den Ort, ging an einen anderen Ort und hoffte, in Sicherheit zu sein vor der Türsteherin. Aber die kam kurze Zeit später, nachdem bereits eine zweite Frau ihn ebenfalls erkannt hatte und jetzt zu zweit behaupteten, er wäre ein Jünger von Jesus. Und als dann noch ein dritter Mann dazukam und in dem Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt ist, da fühlte er die Schlinge enger um sich gelegt und sagte, nein, ich kenne den Mann nicht. Woher hat er auch wissen sollen, dass just in jenem Moment innen drinnen Jesus gefragt wurde zu seiner Lehre und zu den Jüngern und Jesus gesagt hatte, frag doch einfach meine Jünger, die wissen alles, die werden es euch gerne erzählen. Das wusste Petrus natürlich nicht, aber es war keine Entschuldigung. Eine Stunde verging, aber er ging auch nicht einen Meter weiter zu Jesus. Er blieb am Kohlenfeuer. Er hatte eine Stunde Zeit und der Heilige Geist hat an seinem Herzen gerüttelt. Petrus, was machst du? Satan hatte das alles genau beobachtet. Er hatte die Worte gehört. Ich werde dich niemals verlassen. Ich werde sterben. Er hatte auch gesehen, wie Petrus im Garten mit dem Schwert reingeschlagen hatte und sich gewundert hatte, dass Jesus das Ohr eines römischen Hauptmanns, den er gerade festnimmt, heilt. Er hatte gesehen, Petrus ist schwach. Und jetzt zog sich die Schlinge ganz zu. Der Satan inspirierte einen ganzen Mob an Leuten, die plötzlich alle auf ihn zeigten und sagten, du bist ein Jünger, wir hören deine Sprache, du sprichst so komisch, du hast einen galiläischen Dialekt. Und jetzt wusste Petrus nicht mehr, was er tun sollte. Er musste wirklich starke Beweise vorbringen. Das Beste, was man tun könnte in seiner alten Welt als Fischer war, schwören. Und er schwor bei allem, was ihm einfiel, bei den Netzen und Fischen und bei Gott. Allem schwor er, ich kenne ihn nicht. Und in seine letzten Worte krähte der Hahn erneut. Jesus hatte alles gehört. Und Jesus drehte sich um. Und zwischen den Feuerfackeln trafen sich ihre Blicke.
Und Petrus, der am Abgrund stand und mit einem Bein schon, wurde gehalten. Gehalten vom Blick Jesu, der ihn festhielt und sagte, schau zu mir, schau jetzt nicht weg, schau zu mir. Ich liebe dich noch immer. Und es traf Petrus ins Herz und er rannte und rannte. Und je mehr er rannte, desto mehr weinte er und heulte er. Und jetzt kam er im Garten Gethsemane an und fand sich heulend dort wieder, wo Jesus gerungen hat im Gebet. Derweil ging das Verhör weiter. Und man hatte viele Zeugen geladen, nicht die Jünger, die hätten ja noch vielleicht nur die Wahrheit gesagt. Viele falsche Zeugen und die hatten sich ständig widersprochen. Schließlich kamen zwei und sagten, wir können uns erinnern, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen aufbauen. Jesus wusste ganz genau, dass das kommen würde. Er hatte genau das Gegenteil gesagt. Er hatte gesagt, ihr werdet den Tempel zerstören und ich werde ihn aufbauen. Aber das spielte jetzt offensichtlich keine Rolle mehr. Der Hohepriester, dem war das irgendwann zu viel. Er wollte jetzt dieses komische Spiel mit den falschen Zeugen beenden und sagte, Jesus, jetzt komm raus mit der Sprache. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes, ja oder nein. Du hast es gesagt. Und als ob es ein Verbrechen sei, der Messias zu sein, zerriss der Hohepriester seine Kleider, was man niemals hätte tun dürfen. Was brauchen wir noch Zeugen? Und jetzt flogen die Fäuste. Und jetzt flog der Speichel durch die Luft. Und die Führer des Volkes, die das Gesetz Gottes auswendig kannten, bespuckten und betrampelten und verfluchten ihren Schöpfer. Am Morgen haben sie noch einmal vernommen und dann zu Pontius Pilatus gebracht. Das Geld, das der Judas bekommen hatte, das erschien ihm plötzlich so wertlos, als er realisierte, Jesus wehrt sich nicht. Und er brachte es zurück in den Tempel und sagte, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, können wir das rückgängig machen? Ihr kriegt das Geld zurück, ich kriege Jesus zurück. Ist das ein guter Deal? Sie haben ihn angelächelt. Was? Wie bitte? Du willst Jesus zurück? So ein Quatsch. Er gehört jetzt uns. Er hat einen Pakt mit dem Teufel gemacht und diesen Pakt kann man nicht erfolgreich beenden. Das Leben von Judas endete am Strick. Und von dem Geld kaufte man sogar einen Acker, man nannte ihn Blutacker. Derweil war es immer noch relativ früh am Morgen und Pontius Pilatus kam aus seinem Bett. Schon wieder die Juden, schon wieder so einen Ärger, was wollen sie denn diesmal? Kommt herein. Nee, wir können nicht, wir müssen draußen bleiben. Ja, warum das denn? Ja, es ist, ach ja, stimmt, es ist Passa. Und so kam er zu ihnen. Und er fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Ganz einfach, wäre er kein Übeltäter, hätten wir ihn schon längst nicht ausgeliefert. Na, okay, dann nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Wir dürfen niemanden töten. Sie wollten ihn unbedingt töten, ohne Grund. So nahm er ihn beiseite und fragte, hey, was ist das Problem? Bist du der König der Juden? Und Jesus schaute ihm in die Augen und sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann war Pilatus wirklich interessiert. Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und Jesus holte Luft und stellte fest, dass Pilatus den Rücken zugewandt hatte. Er war hinausgegangen, um zu sagen, dass Jesus unschuldig ist. Er war zu früh gegangen. Was hätte die Antwort ihm geholfen? So schickten sie ihn jetzt zu Herodes Antipas, ein Feind von Pontius Pilatus. Auch an diesem Tag wurden sie Freunde, genauso wie die verhassten Pharisäer und Sadduzäer. Und Herodes war ganz interessiert, weil er hatte viele Dinge gehört und er wollte gerne ein Wunder sehen. Und er beschwor ihn und bat ihn, aber Jesus sagt überhaupt gar nichts. Herodes hatte bereits Johannes umbringen lassen. Herodes hatte seine Chance schon längst gehabt. Und so war etwas angewidert von Jesus.
und schickte ihn wieder zurück zu Pontius Pilatus. Der hatte gehofft, die Sache loszuwerden, aber sie war wie eine Klette. Würde das römische Rechtssystem, das als das gerechteste und beste aller Zeiten galt, würde es in der Lage sein, einen vollkommen sündlosen Menschen freizusprechen? Das war die Frage. Und Pontius Pilatus, so ein schlechter Mensch, der auch an manchen Punkten gewesen sein mag, er hatte sofort gesehen, dieser Mensch hat keiner Fliege je etwas zuleide getan, geschweige davon hat er die Fliegen ja sogar erschaffen. Und er fragte sich, wie schaffe ich es, ihn frei zu bekommen? Und er erinnerte sich, er war ja ein kluger Diplomat, als Diplomat macht man das so, man versucht eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Vielleicht können wir dem Volk das Gefühl geben, dass sie das selbst entschieden haben. Es gibt nämlich immer zum Fest, zum Passafest, die Gelegenheit, einen freizugeben. Und wenn ich ihnen die Wahl stelle, dann könnten sie ja auch den anderen wählen. Also das Jesus wählen im Vergleich zum anderen, dass der andere dann nicht freikommt. Aber es müsste jemand sein, der wirklich gefährlich ist, vor dem sie Angst haben, damit sie Jesus wählen. Ne? Wen habe ich denn in meinem Staatsgefängnis, der will? Hey, dieser Terrorist, dieser Massenmörder. Also wenn ich die beiden gegenüberstelle, dann werden die auf jeden Fall Jesus wählen, oder? Barabbas, der gefürchtete Mörder, der Sohn des Abbas, der Sohn des Vaters. Und er stellte sie hin, den Sohn des Vaters Barabbas und den Sohn des Vaters Jesus. Und er fragte sie, welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse, Barabbas oder Jesus? Und er hörte, Barabbas! Und vielleicht hat er gedacht, er hat sich verhört, er hat nochmal gefragt, aber es kam immer dieselbe Antwort, wir wollen Barabbas frei haben. Und was soll ich mit Jesus tun, den man Christus nennt? Kreuzige ihn! Ja, was hat er denn Böses getan? Kreuzige ihn! Man konnte mit diesen Menschen nicht reden. Es gab keinen Grund, als die Sünde zum ersten Mal in den Kopf von Hillel kam, und es gab keinen Grund, als Menschen schrien, kreuzige ihn. Es war dasselbe Prinzip, nur vielfach vergrößert jetzt. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, als er sich die Hände wusch, um frei zu sein von dem Blut Jesu. Und so gab er Jesus an die Soldaten. Vielleicht wird das Volk ja zufrieden sein, wenn man ihn ein bisschen leiden lässt. Und die Soldaten waren Experten darin, Folter auszuüben. Und sie nahmen eine Dornenkrone. War es nicht Jesus selbst gewesen, der damals gesagt hat, dass aufgrund der Sünde Dornen und Disteln sein würden? War nicht die Dornen ein Symbol für dieses stechende Wesen der Sünde? Jesus wird die Symbolik verstanden haben, als er, der König der Welt, die Dornen als Krone trug. Und sie bespuckten ihn und sie schlugen ihn, bis er halbtot war und blutüberströmt vor dem Volk stand. Und Pilatus, der Heide, der Vertreter des schrecklichen Tieres aus Daniel 4, dem Gottesvolk sagen sollte, seht, welch ein Mensch. Ich finde keine Schuld an ihm. Wir können ihn nicht umbringen. Es gibt nichts. Und sie hatten noch ein Ass im Ärmel. Diese von Dämonen inspirierte Masse. Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Und dann riefen sie aus, wir haben keinen König als nur den Kaiser. So als ob das dunkle Zeitalter, als kein König war in Israel und der wahre König abgelehnt wurde, als ob das wieder kam. Sie wollten ihn nicht. Und doch wollte er sie. Und Pilatus? Wieder besseres Wissen. Wieder die Beschwörung seiner Frau, die im Traum gesehen hatte, was Schlimmes passieren würde. Folgte dem Bösen aus Menschenfurcht. So wie Zedekia vor der Wahl stand, Jerusalem zu retten. Und dem Bösen folgte aus Menschenfurcht, folgte der Herrscher seinen Untergebenen und das römische System zeigte sich als Bankrott. Sie führten ihn an eine kahle Höhe, die man Golgatha nannte, der Ort des Schädels. Und auf dem Weg dorthin ist er zusammengebrochen und man fand jemanden, der sein Kreuz tragen würde. Simeon, aber nicht Simon Petrus, sondern ein anderer Simon,
Hätte denn vielleicht Simon diese Rolle übernehmen können, wenn er treu geblieben wäre? Und da waren noch zwei andere Verbrecher, die schrien und die fluchten und die wehrten sich. Aber Jesus schleppte sich zwar mühsam vorwärts, aber wehrte sich kein bisschen. Und als dann die Kreuze hingelegt worden waren und die anderen beiden Verbrecher schimpften und fluchten und noch irgendwie versuchten, sich zu befreien, da nahm Jesus seine Hand und legte sie hin. Der Satan hatte gehofft, ihn so sehr zu quälen, dass irgendwann der Jesus auch mal an der Liebe Gottes zweifelt, dass er irgendwann auch mal rebellisch wird, dass er wenigstens in Gedanken seine Gedanken übernimmt. Aber der tat es nicht. Er war immer noch liebevoll. Und als sie ihn blutüberströmt, bespuckt, die Nägel ins Fleisch trieben, da sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Universum verstand: Gott ist immer die Liebe. Und wenn man ihn bespuckt, ist er die Liebe. Wenn man ihn schlägt, ist er die Liebe. Man kann sich nichts Böses genug ausdenken, dass Gott aufhört, die Liebe zu sein. Egal, was der Satan aus seinem Köcher zog und mit wem er ihn beschoss und bewarf. Jesus hörte nicht auf, die Liebe zu sein. Es war wie eine Gesetzmäßigkeit, das Gesetz Gottes. Sie schrieben an das Kreuz: Dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und die Juden haben protestiert: Das ist nicht unser König. Aber damit hatten sie nur bewiesen, dass sie keine echten Juden waren. Denn er war der König der Juden. Er war der König von dem Juda, der sich ganz bekehrt hatte. Er war der König Israels. Er hatte alle ihre Schuld auf sich genommen. Aber noch war er nicht tot und noch bestand Hoffnung für den Satan, dass in all seiner Qual, die unmenschlich zu ertragen war, und dazu noch all die Last, das Bewusstsein, dass er dort hing und Gott ihn anschaute, als ob er sich an Bathseba vergangen hat und als ob er als ein syrischer Kriegsverbrecher war und als ob er Frauen vergewaltigt hat und Kinder missbraucht hat und Kinder geopfert hat, als ob er das gewesen war. Solange das noch da war, war die Chance, ihn vielleicht doch wenigstens einmal dazu zu bringen, an Gottes Liebe zu zweifeln. Einmal ihn dazu zu bringen, nicht Gott zu vertrauen, einmal selbst die Sache in die Hand zu nehmen. Bisher war noch jeder drauf reingefallen. Mose, man hatte 40 Jahre lang als Dämonen auf Mose geschossen und kurz vor dem Ziel hatte man ihn doch getroffen. Würde man nicht den Jesus auch noch kurz vor dem Ziel treffen? Der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Vielleicht haben das die Pharisäer genau geglaubt. Der Satan dahinter wusste, er kann sich retten. Und wenn er sich jetzt selbst rettet, dann beweist er vor dem Universum, dass er Gott nicht vertraut, weil Gott nicht mehr vertrauenswürdig ist, dass er auch meine Philosophie eigentlich gutheißt, dass man irgendwann sich auch selbst retten muss. Mach es doch einmal, Jesus. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Es waren nicht die Nägel, die ihn hielten. Nicht die Seile, die man vielleicht an ihn gehangen hat. Es war das Gesetz der Liebe, dass Gott immer Liebe ist. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat, denn er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Und rechts und links neben ihm, da waren die Verbrecher. Einige seiner Jünger hatten sich vorher noch darum gerissen, zur Rechten und zur Linken zu sitzen in seiner Königsherrschaft. Sie hatten keine Ahnung, was das bedeutet hätte. Aber einer von den beiden Verbrechern, nach etlichem Fluchen, als seine Stimme schon ganz heiser war, stellte plötzlich fest: Hey, der ist so anders. Der ist immer liebevoll. Wie kann man in so einer Situation noch liebevoll sein? Und während der eine rief: Bist du der Christus, so rette dich selbst, du und uns, wir wollen auch gerettet werden, aber rette dich erstmal selbst.
sagte der andere, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Durch den Glauben konnte er sehen, dass das ein König ist. Er sah aus wie ein Verbrecher, so nackt, wie er dort am Kreuz hing. Aber es war ein König. Es war der König der Liebe. Und als der Schöpfer bespuckt, mit Blut überströmt, für sein Volk dort hing und sie ihn auslachten, konnte das kein Engel ertragen. Sie hatten viel gesehen, aber das konnten sie nicht ertragen. Dass Gott alles gegeben hatte und die er beauftragt hatte, allen davon zu erzählen, nicht nur das nicht getan hatten, sondern jetzt auch noch ihn davon abhalten wollten und sich über ihn lustig machten. Es war so, als war die Liebe Gottes das Spottobjekt. Und da nahm Gott die Finsternis und hüllte seinen Sohn ein. Große Dinge geschahen. Aber das Größte, das Markerschütterndste war es, als nach Stunden, die vergingen in der Finsternis, aus der Finsternis ein Schrei ertönte. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war jetzt wirklich ganz allein. Und der ewige Gott, der gerechte Gott, behandelte ihn wie den Mörder von Abel und wie den Vergewaltiger von Tamar und wie all die Verbrecher hätten behandelt werden sollen. Und es zerriss ihm selbst das Herz. Es war finster. Und jetzt wusste Jesus wirklich nicht mehr. Er wusste emotional nicht mehr, ob er noch bei Gott angenommen ist oder nicht. Und er war nicht dumm. Er wusste, dass wenn er jetzt stirbt und Gott ihn nicht mehr annimmt, er für immer verloren ist. Und er wusste auch, dass er nur einen Gedankendenken brauchte und er würde sofort wieder vom Kreuz kommen. Er wusste das. Aber er entschied sich, zu bleiben. Er entschied sich, zu bleiben. Weil er wusste, wenn Gott ihn anschaut, wie den, der sich an Bathseba vergriffen hat, dann hat David eine Chance. Und er liebte David. Er liebte die Menschen. Er blieb. Und er rief aus, es ist vollbracht. Vater, auch wenn ich dich nicht mehr sehen kann, nicht mehr spüren kann und das Gefühl habe, du bist Ewigkeiten weg, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der Vorhang im Tempel zerriss. Just in dem Moment sollte das Passahlamm geschlachtet werden und die Priester, die das Messer an die Kehle des Opfers schon gesetzt hatten, staunten über das, was im Tempel passierte und das kleine Lamm lief davon. Die Opfer waren in der Mitte der Woche nach 3,5 Jahren zum Aufhören gekommen. Tote standen auf in Jerusalem und am Kreuz kniete ein Römer. Kein Priester, aber ein römischer Hauptmann. Und er kniete nieder über das, was er gehört hatte und sagte wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Sie legten ihn in ein Grab noch am selben Freitag, denn er starb früher, als man es erwartet hatte. Und er starb nicht an den Schmerzen, sondern an einem gebrochenen Herzen. Und dann war das Grab zu. Es kam der Sabbat, der merkwürdigste Sabbat seit der Schöpfungswoche. Denn der den Sabbat erfunden hatte und für den man den Sabbat hielt,
lag tot im Grab. Und an diesem Sabbat kamen dieselben Juden wieder zum Pontius Pilatus und sagten: Wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte. Ja, der Sabbat war dazu da, zu gedenken, nicht wahr? Hatte nicht Gott gesagt, gedenke des Sabbattages? War nicht der Sabbattag eine Erinnerung an die Schöpfung, die dadurch entstanden war, dass Jesus gesprochen hatte? Hatte nicht Jesus gesprochen und dadurch die Welt erschaffen? Und war nicht der Sabbat ein Gedenken an das, was Jesus gesagt hatte, als er noch Michael im Himmel war? Und hier kamen sie, die sabbathaltenden Juden, und sagten: Wir erinnern uns an die Worte Jesu. Dieser Verführer. Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Das müssen wir verhindern. Befehl, dass ein Grab sicher bewacht wird, dass bloß keiner seine Auferstehung fingiert. Das wäre ja noch schlimmer. Gesagt, getan. Aber nichts geschah den gesamten Sabbat hindurch. Jesus ruhte im Grab. Und irgendwo in den Tiefen des Weltalls halten Worte wider, die er zu Lebzeiten gesagt hatte. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Dort im Grab lag ein toter Mensch. Aber dort im Grab lag auch eingeschlossen in den toten Menschen Gott. Er hatte sich ganz mit der Menschheit identifiziert. Er war für immer abgeschnitten von Gott. Gott konnte ihn nicht einfach neu auferwecken, wenn er jemals der Menschheit Leben geben würde, dann nur durch das Leben, das in ihm selbst war. Und dann kam er, der Engel, hell wie das Licht. Und die römischen Soldaten fielen zu Boden. Aber der Engel brachte nicht das Leben. Der Engel brachte keine Spritze, die ihn wieder zum Leben auferweckte. Der Engel war nur ein Bote, ein Malak, der den Auftrag übermittelte: Dein Vater ruft dich. Und das größte aller denkbaren Wunder geschah. Jesus, der sich, der Mensch geworden war, sich mit der Sünde der Menschheit identifiziert hatte, er gab der Menschheit sich selbst das Leben zurück. Ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Niemand hat ihm aufgeschlossen. Er ging bis in den Abgrund. Niemals zuvor war irgendjemand schon dort gewesen, in dem Ort, in der Situation, völlig von Gott getrennt zu sein. All die anderen Toten hatten einfach nur geschlafen. Er hatte auch geschlafen, aber er hatte bereits die gerechte Strafe für die Sünde ertragen. Keiner hat das bisher getan. Er war als Erster dort gewesen. Und er hatte den Weg bereitet. Bevor irgendeiner andere die Strafe des ewigen Todes sterben würde, er hatte sie auf sich genommen, hatte das Grab aufgeschlossen und einen Weg hinausgebahnt. Und als Maria Magdalena dort am Morgen ihn traf, sagte: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und dann fuhr er noch am selben Sonntag hinauf in den Himmel, ungesehen von Menschen. Und die Engel, die all das beobachtet hatten, die waren außer sich. Du hast dir selbst das Leben wiedergegeben. Du bist der größte Held aller Zeiten. Und sie wollten sich vor ihm niederbeugen, aber er ließ es noch nicht einmal zu. Er ging zum Vater und fragte ihn, ob der Plan erfüllt sei. Der Plan, den sie drei vor Ewigkeiten geschmiedet hatten. Ob das Opfer angenommen sei. Der Vater lächelte.
Gerechtigkeit und Liebe hatten sich geküsst. Das Gesetz Gottes war vor dem gesamten Universum bestätigt worden. Jesus hatte die Schuld aller Menschen bezahlt und einen Weg durch das Grab hindurch gegraben, durch den jeder gehen kann, der Jesus folgt. Lieber Freund, liebe Freundin, an dieser Stelle können wir nicht enden mit dem ersten Vortrag, ohne jedem von uns die Gelegenheit zu geben, diesem Jesus die Gefolgschaft zu erklären. Wir werden jetzt Karten austeilen. Dann möchte ich, dass wir über diese Fragen nachdenken und eine Entscheidung fällen. Wir haben viel gehört in den vergangenen Wochen. Und auch die, die jetzt live zuschauen, die keine Fragen vielleicht auf ihrem Bildschirm sehen, die können im Feedback genau diese Fragen ankreuzen. Und während jetzt die Karten ausgeteilt werden, möchte ich kurz vorlesen, was es für diese Entscheidungsmöglichkeiten hier gibt. Es heißt zum einen, ich wünsche mir eine engere Beziehung zu Gott. Ich möchte mein Leben ganz Gott übergeben. Ich möchte nach biblischem Vorbild getauft werden. Wir haben gesehen, wie Johannes der Täufer diese einfache Symbolik eingeführt hat, ganz gewaschen zu werden, neu anzufangen. Und wie Jesus selbst getauft wurde und selbst getauft hat mit Hilfe seiner Jünger. Und dann ist die Möglichkeit hier zu sagen, ich habe mich von Gott entfernt und sehne mich nach einem Neuanfang. Ich möchte diesem Jesus folgen. Schreibt dazu, liebe Freunde, eure Kontaktdaten, dass wir Kontakt aufnehmen können. Die Jünger haben geglaubt, dass Maria Magdalena dieses Öl vergoss, dass das eine Verschwendung war. Und ja, es scheint eine Verschwendung zu sein, teures Öl auf Füße zu gießen. Aber Maria tat das, weil sie wusste, dass Gott selbst verschwenderisch umgeht mit seiner Liebe. Als er am Kreuz hing, starb er nicht nur für David und für Juda und für Abraham. Er starb auch für Kain. Und er starb auch für Judas. Da war mehr Liebe, als notwendig war. Er starb für alle. Selbst für die, von denen er selbst wusste, dass sie das nicht mehr in Anspruch nehmen würden. Und wenn dieser Gott für Manasse gestorben ist, wenn Jesus für all die ihr Leben gegeben hat, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ewiges Leben zu haben, wisse, lieber Freund, er tat es auch für dich. Wir werden die Möglichkeit haben, jetzt, wenn wir dann zur Pause gehen, die Zettel abzugeben dort an der Tür. Und wenn jemand auch spezifisch ein Gespräch wünscht oder spezifische Fragen hat, kann auch gerne zu mir persönlich kommen. Wir wollen jetzt gleich eine Pause haben und danach einen etwas kürzeren zweiten Teil haben, wo wir darüber sprechen wollen, wie diese unglaublich gute Nachricht in kürzester Zeit die Welt erobert hat und auch unser Herz erreichen kann. Und dazu übergebe ich an die Moderation.